Atlético de Madrid ist seit 17 Spielen ungeschlagen und jetzt geht es auch noch gegen den Lieblingsgegner von Diego Simeone, gegen Getafe. Gegen die hat er 12 Mal in der Liga gespielt, keine Niederlage. Getafe hat in diesen 12 Spielen nicht mal ein Tor geschossen. Anders Atlético, 27. Minute, Antoine Griezmann. Das war der erste Schuss auf das Tor überhaupt in dieser Partie. Zuvor passierte rein gar nichts, aber der Franzose ist in Hochform. 7. Tor in den letzten 7 Spielen. Eingeleitet von Thomas Partey. Dann ist es kein Abseits. Getafe verteidigte bis dahin sehr gut. Aber Griezmann nutzt diese kleine Lücke, die sie ihm geben. Trockener Abschluss ins kurze Eck. Nichts zu halten für Soria. Insgesamt 10. Treffer in der Liga für Griezmann. 16. wettbewerbsübergreifend. Getafe stand ansonsten hinten recht solide. Atlético musste sich aber auch gar nicht so sehr anstrengen in dieser Partie. 37. wieder Thomas, der Ausgangspunkt. Kalinic vergibt noch, aber Saúl Ñíguez steht goldrichtig. Sein erstes Saisontor in der Liga. Dafür hat er aber auch schon in allen 3 Wettbewerben getroffen. Griezmann leitet wieder mit ein, so wie Thomas. Dann ist die Flanke super von Luka Hernández Kalinic. Schwacher Abschluss eigentlich, aber Saúl Ñíguez steht goldrichtig nach der Parade von David Soria. Das war der 2. Schuss aufs Tor und das der 3. Minimalismus à la Atlético, die dann in der 43. Minute noch eine Gelegenheit hatten. Thomas Partey, sehr, sehr auffällig. Der Ganaa versucht es hier mal aus der 2. Reihe und der senkt sich noch sehr, sehr spät. Wird durchaus gefährlich. Getafe bis hierhin mit der zweitbesten Abwehr in der Liga nach Atlético. Heute waren sie mit Griezmann und Saúl in genau 2 Szenen überfordert. Ansonsten haben sie aber auch nichts zugelassen. In Durchgang 2 ähnliches Bild. Der kurz zuvor eingewechselte Victor Mollejo probiert es aus rund 25 Metern, bekommt dafür Applaus von seinem Trainer. 18 Jahre jung, spielte aber sehr, sehr frech auf nach seiner Hereinnahme für Kalinic, der den Verein ja vielleicht noch verlässt. 72. Minute, wieder Mollejo, der einleitet und dann Jiménez, der Innenverteidiger auf Abwägen, war nach einer Standardsituation vorne geblieben und hier kann sich David Soria einmal auszeichnen. 85. und wieder geht so einfach. Rodri mit dem Doppelpass und das muss dann eigentlich das 3:0 sein. Das weiß er selber. Starkes Spiel vom Mittelfeldmotor. Am Ende dezimierte Getafe sich noch so ein wenig. Einige hatten wohl Lust, früher duschen zu gehen. Gené mit der 2. gelben Karte. Unnötiges Foulspiel von ihm. Getafe zu 10, aber dabei blieb es dann auch nicht mehr allzu lange. Kurz darauf dezimierten sich die Azulones. Gleich nochmal, erst gelb-rot, dann am Ende doch glattrot, entschied Schiedsrichter Iglesias Villanueva. Links oben am Bildrand, Cabrera klatscht und klatscht für eine Schiedsrichterentscheidung von zuvor. Und dafür sieht er dann die rote Karte. Am Ende Getafe nur zu 9, doch das spielte nicht die große Rolle. Das Spiel war zuvor schon längst entschieden. Es wurde noch mal so ein bisschen hitzig hinten raus. Aber am Ende ein ungefährdeter Sieg für Atlético gegen Getafe. Bilanz von Simeone, wenn es gegen Getafe geht. 30:0 Tore, keine einzige Niederlage.